Zu der Zeit sind wir World Cup Luki. Aber wirklich, diese Vorband war richtig gut. Haben wir zuerst gedacht, weil ich mag Bad Wolves auch, und da haben wir gedacht, oh, die sind das erste, die spielen nur kurz. Dann habe ich in eine andere Band reingedacht, habe ich mir gedacht, okay, passt. Aber du hast Gute richtig gemerkt, Fußballwetter haben welche wir hier. Band Wie da Sie sehen, im Haus ist. willkommen zu dieser Bei Partie heute Abend. Wollbeat, Wir freuen uns, dass Sie diese dabei sind. Leute urmitgegangen, urmitgesungen. Rollfuß und Wirklich Frankfurt 20.000 Leute bilden auch mitgesungen. heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Heute geht es um Upsi. einen spannenden Modus. Tor Nummer 1 Unten. entscheidet über Sieg oder Niederlage. Es geht ums Golden Goal. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Richtig. Ja! Und bitte ein Tor Jetzt für habe ich gedacht, wenn James Frankfurt. dieses Kopfballduell nicht gewinnt, wenn der Goalie draußen ist, dann kriege ich ihn selber raus. Nils erwähnt, der sich schon mal stark bewiesen hat Alles in dieser reinkommt, nur auf Saison. diesen Ball Was gegangen. für ein Spieler. Gut, passt. Wechsel müssen wir nicht machen. Jetzt läuft's. Ich glaube, das hat auch ein bisschen an die Taktiken gelegen, Ja, kann ich auch sagen. dass ich die nicht eingestellt. Richtig. Müssten es noch zwei sein oder so, oder drei? Drei, glaube ich, noch. Obwohl, nein. Zwei, glaube ich, noch sogar. Zwei. Schauen wir beim nächsten Mal. Nächsten, ja. Jetzt haben wir einen Lauf. Ich glaube, drei hintereinander jetzt gehabt, oder? Ja, sind sicher noch zwei. Und Ladies eins and haben wir gentlemen, gehabt. willkommen im Allianz Stadium. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ja, Eine zwei sind es auf Dimension jeden Fall zeigen noch. heute wieder einmal Wolfuß und Frank Ja, Buschmann. machen wir noch Wir zwei und dann zeigen schauen wir. Ihnen heute ein Spiel Genau. aus dem Torvorgabemodus. Wer hier siegen will, der muss als erster zwei Tore machen. Und das Oben. ist eine Okay. Partie, die schon im Immer. Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Oder Ja, so. das ist durchaus kein Weiter oben. Spiel wie jedes andere. Wer Okay. findet das Ah, optimale der läuft Mittelfeld wieder zwischen nicht. Offensive und Defensive? Keine Wer Ahnung, wo stößt der das Ding 96 perfekt Tempo hat. ein? Einer hat die richtige Die Strategie. vier ist nicht. Fragen über Fragen. Es wird heute nicht anders sein. Schöner Pass jetzt, Griezmann. Das machen sie ganz energisch. Weg ist der Ball. Da ist die Startaufstellung der Gastgeber. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Marcos Acuña spielt mit Aaron. Ah, oh, der könnte es machen. Ja. Tor durch Benzema. Ah. Wieder Rauszogen. Viele 0 zu 0 auf jeden Fall bei der WM. Es schaut. Jetzt für das dritte. Ah, gleich. 5 Minuten noch. Sie sind jetzt also in Führung. Ich habe gestern 1-0. geschaut, wo das Spiel Polen gegen Mexiko ist, und denke mir, OF geht's nicht. Alter, was ist das? Übertragen die nicht alles? Dann habe ich gesehen, Nein. dass sie sich das mit Servus TV teilen. Ja. Ballgewinn hier. Oh. Modric wird gut unterstützt. Aber war genauso Arsch weg. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Super Volley, aber kein Tor. Schon Das wieder ist eine gegen schöne Benzema, Aussage, Alter. aber das stimmt eigentlich alles. Es fehlen bloß Der jetzt spielt noch noch 10 immer, ja. Zentimeter. Ah ja, Blödsinn, Das spielt noch ist ja immer. keine andere Partie. Williams. Ganz energischer Einsatz. Über Griezmann könnte jetzt was gehen. Das ist jetzt eine Oh, Chance. Alter. Und wieder weg, sowieso. Der Lupfer jetzt. Tor Nummer 2. Dieses Tor wollten sie unbedingt und nun haben sie es geschafft. Ein schöner Erfolg. Wir sehen es ja. Damit ist das Spiel beendet. Zwei Tore waren das. Also, ich gehe kurz auf die Toilette. Starte aber Ja. diesmal nicht neu. Ich habe gemerkt, das geht sich nicht ganz aus.
So. Bist du schon da, Alex? Sagt nichts aus. Da auch nur eine Chemie. Ich schaue jetzt nur gerade Rechtsverteidiger, ob ich da irgendjemanden reingeben kann. Der sich was bringt. Montiel hätte ich von Argentinien. Hast du nicht diesen Monnier? Ja, der bringt aber auch nur einen Chemiepunkt. Man kann ich machen, wenn du magst. Oder was mit dem Engländer, mit Trippier? Wir hatten bei Engländer. Stimmt. Trippier Hammer. Aber gut, an dem ist es auch nicht klingt. Bissacke. Na, wahrscheinlich eh nicht. Ein bisschen Von mehr Wan Chemie haben Bissacke wir. eh nicht so. Ja gut, aber es ändert ja nur am Spieler was. Nicht an der Mannschaft jetzt. Willkommen im Allianz Stadium, liebe Ich Zuschauer. Ihr dachte, die begrüßt Sie Gesamtchemie zum ist besser dann. heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Nein. Fuß und neben mir sitzt der Ein Kollege Spieler kann drei Frank Chemie haben. Buschmann. Heute zeigen wir Ihnen eine Achso, und ich Partie aus dachte, einem das so wie hat Mittelfeld, auch Auswirkungen der auf hier die gewinnen Gesamtmannschaft wird. auf dann. Mann, Mann, Mann. Erstens zwei Gar nichts. Tore machen. Stimmt. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Sehr vielversprechendes Spiel heute. Torvorgabemodus. Ja, so Zwei lang Treffer zögert. bringen den Sieg. Da musst du natürlich schon taktieren, musst aufpassen, denn jeder Fehler wird sofort bestraft. Das war abseits. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Hui. Heimmannschaft heute auf. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Kieran Schade. Trippier Ja. spielt mit Marcos Acuña in der Abwehr. Yannick Carrasco steht mit Gareth Bale auf den Außenpositionen und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. Romelu Lukaku! Klasse Chance, aber das war dann doch zu schwach. Ja, da müssen sie mehr draus machen. So hat er keine Mühe. Platzparade, das war es beinahe. Das erste Tor in diesem Spiel, aber das hat er gut gemacht. Carrasco. Oh, da ist einer verletzt. Carrasco. Flanke soll zu Bale. Gefahr erstmal bereinigt. Mondi. Kollegen bieten sich an. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Ah, James wahrscheinlich. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Sie wechseln aus. Aber wirklich unter Kontrolle haben wir die auch nicht. Erwin Lozano. Na gut, muss nie jeden Gegner 100% unter Kontrolle haben. Raúl Jiménez. Nein. Wieder weggezogen. Ja. Zeigen haben, was du eigentlich verteidigst und dann zu deinem Konter kommst, ist auch okay. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt können so ist ein zweiter. Alex? Und ich muss das zweite äußern. Das ist eins. Oh, Alter. Ja, also im Griff erst. Ball wird abgefangen. Alter. Stark.
Wieder gleich umdreht. Irving Lozano. Ja, er verliert den Ball. Schöner Seitenwechsel, aber Kommentator, schöner Zeitenwechsel. Ja. Da wollen sie unbedingt den Ballbesitz bleiben. Jetzt haben sie oh, den Ball. Entschuldigung. Ja? Nein. Der springt nicht einmal. Acuña. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Jetzt könnte der Pass kommen. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Das ist Abseits. Klar, sie spielen den Pass, obwohl sie doch eigentlich sehen, dass da jemand im Abseits steht. Ui. Kann dem Trainerteam auch nicht gefallen. Das war unüberlegt. Das war ich. Aber ich bin halt auch Graupf nicht so gut. Wie meinst du? Ja. Hm. Das ist nur Fehlpässe, kein Aufbau. Irgendwie stehen die Gegner dauernd. Passend. Ja. Das steht nicht passend, wir machen es einfach dumm. Ja, das ist kein einziger Aufbau in dieser halben Stunde gemacht. Hm. Magst du nochmal probieren, oder? Ja, sicher. Hat er jetzt einen guten Lauf gehabt, wenn wir zwei verloren haben. Ja. Man hat wieder drei Geschenke. Ich finde halt, Bale arbeitet jetzt auch nicht so gut mit auf der Seite. Ja, aber wir haben sonst keine Optionen. Was willst du sonst machen? Was einwechseln, vielleicht irgendjemanden. Achso, ja, das kann man schon. Aber startmäßig haben wir keine andere Option. Ja, ja. Anwechseln kannst du, wenn du willst, von mir. Anwechseln ist deine Option. Wem haben wir da als RM? Donovan, Kiasi. Giasi ist auch gut, habe ich gesehen. Ja, gut, aber dann müssen wir eine ganze Nation austauschen. Ah, ja, stimmt. Dumfries ist Niederländer. Okay, so viel gibt es da nicht. Die Maria vielleicht, ha? Huh? Ist aber wieder eine Nation. Das ändert nichts. Aber wieso? Wir haben doch Argentinien drinnen. Wen haben wir? Haben wir nicht Flügel? Argentinien? Sicher. Acuna. Acuna haben wir drin. Ah ja, stimmt. Wir haben ja Acuna drin. Ja, danke, ja. Argentinien. Dann habe ich nicht gedacht. Die Baller haben wir auch. Gut, aber das ist kein Flügel. Ja. Ja, die Maria. Das schauen wir mal. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie. Herzlich zu dieser Begegnung heute. Ich glaube, ich jeder einzige Argentinier. Sind auch heute wieder Wolffuß und der Kollege Frank Buschmann. Heute geht es um einen spannenden Modus. Tor Nummer 1 entscheidet über Sieg ja. Oder Niederlage. Es geht ums Golden Goal.
Ich glaube, das könnte ein echtes Highlight. Das Tor ist komplett frei. Schön. Die Torvorgabe lautete ein Tor. Und das haben sie hier. Du meinst noch so, ich warte bis Rashford da antritt endlich. Ah, okay. Ich bin gezögert. Weil ich wusste, was soll ich da machen? Dann spiele ich nach links. Mhm. Und dann ist wieder keiner in der Mitte. Naja, stimmt. Also hätte ich das noch unter Kontrolle gehabt, weißt du? Dann hätte ich noch abbremsen können und umdrehen oder Seitenwechsel oder irgendwas machen können. Mhm. Ja, passt. Was macht er? Was macht er? Das heißt sicher auch cool, weil so deine Gedanken so manchmal laut werden. So. Was macht der da? Pass, ich hab's gemacht! Was ist das? Tanja freut sich übrigens auch schon. Auf Abend. Wer? Tanja. Weil? Weil du COD spielst. Also weil ich COD spiele, okay. Ja. Und auf mich freut sich nicht so. Du bist schon so gewöhnlich. Du gehörst schon zum Inventar. So, eins haben wir noch. Ich überlege jetzt, ob ich meinen Musiksender auch ein bisschen wieder aufleben lassen soll, aber von der Zeit her. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Also mein YouTube-Kanal. Und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Heute übertragen wir den spannenden Golden Goal Modus. Wer als erster trifft, der hat gewonnen. Klingt nach richtig ausklingt. Fußball. Ja, Wolf, spannende Geschichte. Und wie geht man sowas an? Geht man gleich voll in die Offensive. Bis halb kann ich noch. Dann muss ich auf Lea kurz aufpassen. Mhm. Muss ich die Daniela dann fragen, wie es mit Essen ausschaut? Das ist dann erst wieder am Abend, oder? Ja, weiß nicht, vielleicht braucht eine Stunde oder so. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage, die wollen offensiv agieren. Ui! Deine Rückpass von dem Engländer gestern war auch heftig. Also, Engländer gestern? Der Kopfball direkt auf dem. Achso. War das nicht Engländer? Aber ich glaube nicht Engländer, gestern hat Engländer nicht gespielt. Oder ich habe die. Ja? Oder ich habe mir die Highlights erst angeschaut, dann gestern, das kann auch sein. Nein, den wollte ich nicht hoch, sorry. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Sie bieten sich an. Schön, ja, schön. Riesenschau zur Führung. Nein! Der legt ihn sich hin. Der legt ihn sich hin. Das gibt's nicht. Ja, wirklich, ich hab gleich schießen drückt. Melo Lukaku. Guter Einsatz hier. Oh. Der ist aufmerksam und kann den Ball abwehren. Jetzt Lukaku. Jetzt ist der Platz da. Super. Boah. Wow. Jetzt haben wir Glück gehabt. Dass er nicht noch gegangen ist und passt hat. Ja. Aber da jetzt zum Beispiel auch die Abseitsfalle machen kann. Mhm. Du hast mich jetzt so spät angewählt. Von Courtois. Oh, das war natürlich eine tolle Chance. Kann das nur ich machen eigentlich? Ja. Ah, okay. Jetzt kommt die Ecke. Probleme der Ball zurück. Abwehr muss aufpassen, sie kommen.
Nein. Also das verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, was unsere Innenverteidiger manchmal machen. Das kann er nie so frei stehen. Ja. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? So, warte. Ich komme gleich wieder. Schau mal, ich glaube, die Daniela macht Essen, dass sie das erst um halb macht. Komm gleich. Ja. So, bin da. Also warte mal, das haben wir jetzt verloren, ja. Das heißt, das eine ist immer noch. Das werden wir heute auch noch zusammenbringen, hoffe ich. Willkommen im Allianz Stadium, liebe Zuschauer. Ich darf Sie zu diesem Spiel begrüßen, das bei richtig gutem Wetter stattfindet. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen. Awesome. Und Frank Buschmann. Auf dem Programm steht der spannendste Modi. Wer als gehen müssen. Ja. Kannst du wieder an die Bräune probieren? Was meinst du? Also. Von der Schießen. Ja, stimmt. Naja, ich dachte, nachdem du Williams so lobst, habe ich mir gedacht, schauen wir mal. Aber was hat der Schuss? Okay. Wenn er das gewusst hätte, hätte er das wirklich nicht gemacht. Der hat nur 69 Schuss. Wenn er es nicht schießen kann, aber halt von näher. Ja. Tore erzielt hat, der gewinnt. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Wer findet das optimale Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive? Wer stellt seine Spieler perfekt ein, hat die richtige Strategie? Fragen über Fragen. Es wird heute nicht anders sein. Oh, Ballverlust. Hau ihn immer auf. Anspiel auf Lukaku. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Schade. Flachspiel. Ja. Da kommt der Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Frühes Tor ist immer wichtig. Hätte ich früher raus müssen. Oh, damit haben wir den ersten. Steppert Kind hat 91 Schuss. Richtig Fahrt aufnehmen. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Ist hier immer noch am Ball. Schön. Es gibt Ecke. Ecke in den Strafraum. Da konnten sie nichts draus machen. Nein. Noch nochmal. Die Maria. Uff. Das gibt sich doch gar nicht. Ich sag das, so stark ist er nicht.
Ich habe auch nicht behauptet, dass er stark ist. Sie sind weiter hinten nach dieser tollen Parade, aber sie machen natürlich eine Menge Druck von da. Aber wir haben keine Alternative. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Ich könnte nur schon mal sich. Die Baller? Vielleicht? Sturm? Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ja, ist auch kein Längsi. Dürfen wir nicht schicken. Könnte jetzt was werden. Der Abschluss ist dann doch zu halbherzig. Ne? Ja, da war der Torwart, vielen Dank, den hält er mühelos. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Vielleicht geht was über die Maria. Guter Pass jetzt. Den spielt der Stein. Nein. Gehalten von Jesse, weiter gefährlich. Der Angriff dann. Hast du noch Abrahams auf der Bank? Ich ja, müsste schauen. Ich hoffe, ich habe nicht auf die Reserve gegeben. Und das war's für heute. Sie machen Tor Nummer 2. Die Torvorgabe für diese Spiele sind eigentlich. Wir spielen ja nur Sinn auf einmal. Ja. Wenn du 3 Chancen gehabt, kann ich machen. Abraham hätte ich auf der Bank. Damit können die Ball probieren, das ist übrigens. Mertens hätte ich auch noch. Ich glaube, da ist die Ball schon besser. Korea. Ah, die Baller. Machen wir mal die Baller. Ja, immer Wilcock raus, der Teig. Ich begrüße Sie herzlich aus dem Atatürk. Die Maria hat mir jetzt so gefühlsmäßig auch nicht so viel gesehen. Nein. No. Also auch nicht der schnellste. Kein Längsi. Olympiastadion, wo heute bestes Fußballwetter herrscht. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder Tor. Spannender als im heutigen Golden Goal Modus geht es kaum noch. Wer das erste Tor macht, das gibt's nicht. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Jetzt der Schuss. Gott sei Dank. Ein Haar, ein Zentimeter fehlen am Ende. Aber Schuss. Wir sehen's, beide Mannschaften wechseln. Ball ist weg. So spielen die Dons heute. Emiliano Martinez im Tor. John Stones spielt mit Christian Romero in der Abwehr. Schöner Pass. War schon eine richtig gute Aktion. Ecke in die Mitte. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Ja. Treffer Nummer 1. Oh Gott, was? Dann sind die abgeschlossen. Abgeschlossen. Abgeschossen. Ich glaube, jetzt haben wir es abgeschlossen. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir noch Backs auf, beginnen wir nicht neu. Okay. Ziele einlösen. Allein. Saisonfortschritt.
Was sind du da eigentlich noch bei den Spielern? Was meinst du? Da konnte man ja bei der Saison konnte man mit dem Spiel auswählen. Den von Celtic? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube irgendwann ZOM. Glaube, das sind alle Zettel. Glaube, das ist immer dieselbe Position. Das weiß ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Kudus genommen von Ajax. Also du meinst da jetzt bei dem Saisonfortschritt? Ja, feiern. Also ich dachte am Ende vom Pass. Von letzter Saison, da habe ich auch Kudus genommen. Keine Ahnung, wenn ich da genommen habe. Am Ende. Ich glaube, Habe da ich habe ich auch. auch noch einen von Ajax genommen. Diesen Pro Bay oder so, wie der heißt. So. Zwar seltene Goldspieler. Satz mit X war wohl nix. So, 5 Packs können wir aufmachen. Geschleicht. Ah, Rauschen. Hallo. Vier Spieler in einem Pack, gerade doppelt einer. Kann man die wenigstens zum Money machen? Nein, natürlich nicht. Zwei Tunesier. Schlecht. Ich habe Korea vor im Pack gehabt, jetzt das zweite Pack Korea dabei. Was ist das für ein Zufallsmodus, Alter? So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen die WM-Packs. Alter. Na, geh schlecht, ich. Na, wirklich. Macht das Serie B-Pack auf, vier Spieler dabei, alle doppelt. Wie soll man da wirklich die 700 zusammenkriegen, Alter? Zeige. Das ist ja urgefaked. Wir fehlen jetzt noch immer, ich glaube jetzt die Hälfte ungefähr, 362. Okay, jetzt habe ich Na, einmal nur drei. Reyes von Mexiko gezogen. Rekord. Und ein Saudi-Spieler, den ich höre, ich nicht mehr brauche. Aber ist okay. wieso? Na, haben wir den nicht schon? Schau ja mal, was dann. Ah, okay. Kommen dann. Ich würde auf jeden Fall Argentinien machen, Frankreich machen, weil das sind gute Polen machen. Also gleich kann ich mitschauen. Was soll man? Also ich würde Australien oder so gar nicht jetzt einmal erst zum Schluss machen. Gut, da kommt wahrscheinlich eh noch ein drittes Pack, sage ich mal. Sind ja noch nicht alle Mannschaften dabei. Ja, wahrscheinlich wird es 3 und 4 auch noch geben. Also da können wir Nehme dann ich an. schauen, sage ich mal. Aber ich würde mal die dann machen. Dänemark vielleicht auch. Oder? Ich weiß nicht. Ja, denen mag ich nicht, was ich habe an denen. Weiß nicht, was ich Aber habe von Franzosen habe ich denen. und Polen habe ich. Ja, da könnte man ja gleich vergleichen eigentlich, wer was hat. Wer den besseren Kader hat quasi. Polen, Frankreich. Okay. Weil?
Weil ich Trezeguet schon allein habe, Frankreich und Kimpembe und Kanté. Und Mendy. Nur mal so normale Karten. Und bei Lewandowski habe ich Polen One Stewart. Also normale. Ja gut, wenn es nach dem gehst, ja. Und Argentinien hätte ich Messi und Mascherano. Ja, aber die müssen wir ja auch einbauen dann. Also, dann hätten wir auch gleich voll Chemie und gute Spieler. Gut, den Bälle hätte ich auch die Karte, die rote. Thuram habe ich. Schwarze Karte. Okay, Fick, hier ist Leihspieler. Ja, okay, da hast du die besseren, okay. Okay. Wollen. Piatek. Kampinski. Zukowski. Kasch. Ein Schorschi habe ich. Gut, aber jetzt haben wir hinter noch drei Teams vor uns. Frankowski, Reka, Zielinski. Na gut, dann bin ich einmal weg. Okay, das heißt, wir rufen uns wieder zusammen oder erst am Abend dann wieder. Ja, ich schreibe da einfach und sag mal, ob du noch oben bist oder nicht. Na, ich drehe dabei ab und schauen wir dann, ob ich dann noch ankomme. Das schreibe ich da dann. Okay, passt. Ja, okay. Was? Du? Bis dann. Ciao. Na gut. Na gut, Leute, ich werde mich hier auch verabschieden. Danke fürs Zuschauen bei diesem WM-Special. Macht das gut, bis dann. Ciao und Baba.